Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer perfekten Kolonie. Und ja, man hat es vielleicht im Videotitel des letzten Videos schon gesehen. Aufgefallen ist es mir allerdings erst nach der Aufnahme. Unsere Nahrung geht rapide, rapide, rapide runter. Wir haben nur noch 78.000 Kalorien. Ich habe mich deswegen schon ein klein wenig umgeschaut. Also wir müssen auf jeden Fall die ganzen Graupelweizenkörner, die rumliegen, zum einen einsammeln. Also die hier oben natürlich auch. Wobei wir dafür wieder ein wenig uns in den ein oder anderen Bereich reinbuddeln müssen. Schau gerade mal. Sinnvoller ist das, glaube ich, von hier oben aus zu machen. Einmal dort runter. Um nicht das ganze Wasser hier reinlaufen zu lassen, gehen wir als nächstes. Dann hier runter. Ernteauftrag ist da schon drin. Hier würde ich sagen, gehen wir dann hier runter und dann kommen wir an die schon mal alle ran. So, wo geht's weiter? Wo haben wir noch mehr Graupelweizenkörner? Hier sind noch einige. Da kommen wir hier runter. Dort hoch, dort hoch. Wir müssten also eigentlich nur ein Ziegel freigraben, dann kommen wir dahin. Und eine Leiter platzieren und dann können wir auch die hier alle aufräumen. So, weiter geht's hier oben. Was wir hier finden, sind durchaus viele, weil die liegen immer so zwischen 180, teilweise über 200 Graupelweizenkörner rum. Wir haben hier noch mehr. Auch hier, nee, das ist zu, ist erntebereit. Gibt es da keinen Ernteauftrag? Doch. Ich werde jetzt aber noch nicht alle, so wie auch hier, die lasse ich einfach erstmal dort, damit wir für den nächsten Zwischenfall, der möglicherweise kommen könnte, dann auch noch reichlich zur Verfügung haben. So. Das hier nochmal eben mit dem Ethanol an. Das ja, wird ja schon deutlich kühler, sehr gut. Bloß bis das hier ankommt, ist natürlich noch eine ganze Menge. Ja, zeitliche Differenz. Was wir im Grunde jetzt, oder was ich mir als Lösung auserkoren habe, ich würde hier dem Weg nach unten. Oh, hier liegt auch noch was. Das können wir auch noch mitnehmen. Da liegen noch eine ganze Menge. Dass wir im Grunde hier unten erstmal ja, den Bereich, wo Flüssigkeiten liegen, das wäre ja zum Beispiel hier. Dass wir erstmal dafür sorgen, dass die ganzen Flüssigkeiten hier nach unten laufen und dass wir das dann abdichten, dass quasi
kein verschmutzter Sauerstoff mehr dadurch entstehen kann. Die verschmutzte Erde hier überall, das muss natürlich auch alles weg. Dass wir hier nur CO2 haben, das ist das Erste. Den Eingang werden wir hier hoch verlegen und dann werden wir hier noch eine Kühlung bauen. So ähnlich für diejenigen, die schon auf Twitch sind und wieder mal dabei sind. Wie wir es da auch gemacht haben. Aufträge haben wir genug. Ich lasse das Spiel jetzt mal schnell laufen, dass auch ein paar Graupelweizenkörner hier angeliefert werden. Aber oh, jetzt haben wir über 2000, also wir könnten erstmal wieder ein klein wenig Nahrung produzieren. Wir haben gar keinen Speicherplatz mehr dafür. Okay. Aber was wir ja machen könnten... Da muss ich mal dafür mal eben schauen. Das Ganze kommt von hier. Genau, wenn wir hier auch einstellen. Nur beim Aufräumen. Und Graupelweizenkörner. Dann noch die manuelle Bedienung zu lassen. Dann stellen wir das noch. Blödes Autosave. So, stellen wir das noch hoch. Und dann können die ganzen Graupelweizenkörner hier hergebracht werden und dann werden sie nämlich über das Schienensystem hier reingefallen lassen. Dann sind die alle hier. Weil so sind unsere Rationsbox immer in 0,nix voll. So, wenn wir eben anschauen, ob das funktioniert, wenn der Arbeitstag beginnt. Ansonsten, ach so genau, wir wollten die Kühlung bauen. Den Ziegel entfernen wir dafür und dann kann man eigentlich hier den Platz dafür ja, eigentlich benutzen. Jede Ziegel kommen hierher. Platzieren wir dann die Dampfturbine schon mal. Oh ja, es läuft schon, man sieht es schon. Ja. Ja, gut, da muss ich jetzt natürlich hier dran denken, die Sachen erstmal auch aufzuräumen. Aber es ist ja nur für den Zeitraum, solange hier die Graupelweizenkörner geliefert werden. So, also hier wie gesagt, platzieren wir die Dampfturbine, den Wasserkühler, packen wir hierher. Vielleicht bauen wir den mal noch nicht. Und nutzen das, um hier dann die Flüssigkeit reinlaufen zu lassen. Muss ja hier anders vorgehen. Wir haben ja hier kein Vakuum. Wo muss ich mich ja hier auch um das Gas kümmern? Das habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt. Wie machen wir denn das am schlauesten? Wir müssen dafür auf jeden Fall einen Zugang haben. Ja.
Da werden wir nicht drum herum kommen, das so zu machen. Zumindest habe ich gerade keine bessere Idee, als es so zu machen. Was wir dann definitiv schon mal machen können, ist hier das Ganze wieder dicht zu bauen mit Ziegeln. Dann können wir auch nicht von oben die Flüssigkeit reinlaufen lassen. Das heißt, die Dampfturbine können wir dann auch auf jeden Fall bauen. Können auch jetzt schon anfangen, dort Petroleum reinlaufen zu lassen, weil das wird ja nachsinken, umso tiefer wir die Grube bauen. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Mal wieder. Also durch die Nahrungskrise kommen wir jetzt auf jeden Fall dank der ganzen Graupelweizenkörner ohne Probleme. Oh, okay. So geht's natürlich auch. Das mal eben vorübergehend so machen, dann haben wir den Vorteil, dass hier auch direkt schon ein Vakuum bleibt, weil so haben wir hier auf jeden Fall Petroleum drin. Auch wenn wir jetzt hier gleich das untere Feld freigraben und dann jetzt auch gleich bauen. Genau. Perfekt, weil hier bleibt jetzt auf jeden Fall ein bisschen Petroleum drin. Dann können wir eigentlich jetzt hier schon weitermachen. Die obere Reihe können wir schon komplett. Naja, stimmt. Es passt. Oh. Jetzt schon genug, okay. Was soll denn eigentlich dieser automatische Räumer hier noch machen? Der hat eigentlich gar keine Funktion mehr. Dann auch schon wieder. Beiden noch und dann ist es fertig. Das hier kann schon mal alles aufgeräumt werden. So, und hier können wir jetzt den Ziegel schon mal bauen. Die können alle weg.
Jetzt sind die auf jeden Fall schon mal schneller als ich mit dem Bauen, als die mit dem. Also ich bin langsamer mit den Aufträgen verteilen als die. Ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So, hier können wir ja jetzt einen Flaschenentleerer bauen, da um das Petroleum, das hier und da rumsteht, hier wieder reinlaufen zu lassen. Dann können wir es nämlich auch nutzen. Ich hoffe, das geht mit der Handpumpe, aber ich glaube schon. Hier beginnen wir. Mal mit Wasser. Ich starte da mal nicht mit Autoabfüllung, weil mir lieber wäre, dass wir Wasser, das rumsteht, erstmal da reinpacken. Hier kommt Petroleum rein. Und falls das mal überlaufen sollte, haben wir zumindest hier einen Bremsziegel. Hier wird es ja hier unten reinlaufen. Da können wir zur Not auch mit leben. Das erste Petroleum wird schon gebracht. Ich habe es im Augenwinkel gesehen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, ob das funktioniert. Ja, sehr gut. Es bleibt also nicht auf der Handpumpe stehen. Sehr gut. So, dann können wir hier weitermachen. Und zwar brauchen wir hier ja noch den Wasserkühler, den ich gerade schon mal geplant hatte. Ihr braucht den Fall. Isoliertes Rohr mit einem Auslauf. Muss ich hierbei natürlich berücksichtigen, dass der da durchaus ran kann. Was machen wir mit der? Packen wir die hier an den, an unser Starkstromnetz oder was machen wir? Glaube ich, die beste Variante. Dafür müssten wir das mal. So hier umbauen. Das war ja richtig, dass wir hier, ja, da kann es noch locker mit ran. Transformator brauchen wir dann noch hier an dieser Stelle. So, dann wir das Ganze mal so. Ja, so können wir es lassen. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen natürlich hier noch die Kühlleitung und wir brauchen das, was wir kühlen wollen. Was ja in unserem Fall die Erde ist. Das würde ich mal hier planen. Dafür brauchen wir hier vorübergehend mal ein paar Leitern.
hier durchgehen muss, dann natürlich. Dann wir erstmal bis da. Ich bin mir hier noch nicht ganz sicher, wie wir es machen. So. Dann können wir es an dieser Stelle getrennt werden. Und eigentlich ist es dann doch ziemlich klar, wie wir es machen. Nämlich so. Natürlich darf ich jetzt nicht vergessen, für die Temperaturübertragung nutzen wir hier auf jeden Fall Radiatorrohre, damit wir das, was wir hier an Flüssigkeit, verschmutztes Wasser, in dem Wasserkühler kühlen. Das Ganze dann hier auch über die Radiatorrohre an die Metallziegel übertragen können und die übertragen es dann wiederum an die Erde. So ist die Idee. Ne, den wollte ich ja gehen lassen. Muss jetzt noch gleich mir einen Plan machen, wo ich die Leitungen, Tanks, Ventile und so weiter, wo ich das baue. Möglicherweise hier oder hier oder... Aber schaut mal hier. Die ersten fangen schon wieder an zu arbeiten. Sehr gut. Haben wir denn alle? Ja, wir haben alle Graupelweizenkörner aufgeräumt. Das heißt ja dann, die müssten hier 1322. So ist es auch. Die liegen da. Gestapelt. Dann können wir das ja eigentlich wieder rückgängig machen. Man kann da Graupelweizenkörner drin lassen, aber das, die manuelle Bedienung nur beim Aufräumen nehmen wir raus, damit die Hapsbohnen hier wieder direkt in die Förderschienenbelader gepackt werden. Sehr schön. So, und da können wir schon mal isolierte Ziegel bauen. Das geht. Egal wie wir es machen, wir kommen da ja eigentlich noch ran zur Not. Wenn wir das schon machen, kommen wir hier nicht mehr hin. Fertig, fertig. Dann können wir jetzt das dicht machen. Können wir natürlich nicht. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo unsere... Leitung entlang fließt, muss es zumindest dort mal ein Rohr, wobei das hätten wir auch von, ja, wäre auch von hier oben ausgegangen. Ist egal, jetzt haben wir es in Auftrag. Ja, ich glaube, und dann machen wir auch
gleich schon wieder Schluss für heute, weil die Zeit ist voll, die ich mir selber immer so als Marker setze. Wenn wir dann ein paar Minuten länger machen, ist es nicht schlimm, aber ich würde ganz gerne in der Regel nicht über eine halbe Stunde großartig hinauskommen. Und da, deswegen ist mein Marker 25 Minuten. Da sind wir jetzt gerade. Ich bin am Überlegen, wie was am geschicktesten machen. Aber das mache ich nach dem Video. Genau, das ist, glaube ich. Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Was ich hier noch eben machen wollen würde, diese Leiter. Ach. Die kann schon mal weg. Und dann kommt dort noch ein isolierter Ziegel hin und wir packen hier eine automatische Luftschleuse. Ran vom Strom her dürfte das passen. Da sind einige Geräte, die nicht permanent laufen. Vielleicht kriegen wir es nämlich dann ein bisschen besser hier mit der Temperatur noch geregelt. Jetzt sind es schon 4, die wieder wachsen können. Dass diese Keuchwurzel hier auch ein bisschen besser arbeiten können. So, und dann machen wir beim nächsten Mal, also für euch bedeutet das wahrscheinlich morgen, für alle, die es direkt am ersten Tag schauen. Ansonsten geht es in der nächsten Folge weiter. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like und einen Kommentar da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, macht's gut, bis bald.